So, einen Part machen wir heute noch. Das kann ich hier wieder runter skippen. Zu Kain. Können wir seine Rüstung besser bewundern. Ich habe mal wieder kein Internet. Erscheint. Unter all den geheimnisvollen Artefakten dieses Museums fand ich eine alte Chronik. Dieser Abschnitt erregte meine Aufmerksamkeit. Und in diesen düsteren Zeiten, in denen die Untoten wüteten, schuf der Kreis der Sarafan, die in ihrer Treue zu den Schöpfern die Untoten auslöschten. Sie errangen viele Siege unter der Führung des rechtschaffenen Vasallen Malek, des Beschützers der Säule des Konflikts. Sie radierten die Vampire mit Feuer aus und entließen deren Seelen in gesegnetere Reiche. Nichts kann dem Zorn der Rechtschaffenen gleichkommen. Ich hatte genug gelesen. Gleichzeitig angewidert und fasziniert legte ich das Buch nieder. Merkwürdig. Diese Rüstung sah aus wie die des Wächters und seiner Schergen. Der Stahl schien ziemlich neu und von der Zeit unberührt. Ich erkannte dieses Wappen aus meiner Jugend. Es ist das Siegel des mächtigen Löwen von Willendorf auf diesem Schild, blutbefleckt und von Rost befallen. Eine Guillotine, die Klinge noch voller Blut. Der Schild war neu, das Metall glänzte im Sonnenlicht, das Wappen, das ich nicht erkannte. Ah, okay. Ein bisschen anders. So. Und nun, ich werde nicht spoilern. Das Einzige, was ich sagen werde, ist, diese Szene, die jetzt kommt, müsst ihr euch für die nächsten 4 kommenden Spiele merken. Denn sie ist wichtig. Sie ist wirklich wichtig. Und das Schlimmste ist, ich habe es damals nicht kapiert. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Spiel spielen musste, bis ich die ganze Story mal kapiert habe. Aber so viel dazu. Es ist wichtig. Ich kann leider noch nichts erklären oder sonstiges. Das geht allerdings erst ab Teil 2, 3, 4? Im letzten Teil? ja. Wir werden einfach mal schauen, was uns erwartet. Ein Adliger? Auf der Suche nach Weisheit? Ihr habt aus dem Tod eure Lehre gezogen. Genug philosophiert. Ich suche Antworten. Antworten? In der Tat? Ich habe sie alle, wenn ihr die Fragen stellt. Welche Fragen gehören zu diesen Antworten? König Ottmar, die einzige Hoffnung, die Legionen der Nemesis zu besiegen. König Ottmar ist wegen der Krankheit der Prinzessin wie gelähmt. König Ottmar, der Nutzlose. Werter Herr, welches sind die Fragen? Schluss mit den Tricks und dem Gefasel, alter Mann. Beantworte mir folgende Frage. Wer ist Malek und wie kann ich ihn besiegen? Alles zu seiner Zeit. Ja, Zeit. Wenn ihr sie nicht beherrscht, beherrscht sie euch. Und nun ist die Zeit für eure Antwort gekommen. Malek, der Wahrer der Neuen und der Letzte der Sarafan-Priester und Zauberer. Seine Eitelkeit hat zum Niedermetzeln des Kreises durch den Vampir Forador geführt. Aufgrund dieses Versagens ist sein Geist mit einer höllischen, magischen Rüstung verschmolzen. Seitdem ist kein Mitglied des Kreises ausgelöscht worden. Was ist mit diesem Forador? Folgt dem Schein des Feuers Ignis Fatuus zum Wald Termagant. Ignis Fatuus? Das Feuer Ignis Fatuus erleuchtet den Weg zur Hölle, Adliger. Euren Weg. Zeit, Kain? Nächstes Mal. So, und auch diesen Ort werdet ihr euch oder solltet ihr euch merken. Und wir werden jetzt uns auf den Weg zu Vorador machen.
oder Vorador. Mag diese Aussprache nie. Denn für mich heißt es einfach Vorador und nicht Vorador. Mit diesem Zauber kann ich meine Gegner aufhalten. Sie sind in der Zeit gefangen und können deshalb nichts gegen ihr Schicksal tun. Manchmal zögere ich ihr Schicksal etwas hinaus, denn die längere Qual versüßt ihr Blut. Also eigentlich das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist, dass Cain einen riesigen Fehler begangen hat. Jetzt schon. Im allerersten Teil. Ohne diesen Fehler würde es gar nicht, an sich gar nicht weitergehen. Und das zu wissen ist einfach... Ich liebe die Story und ich darf nicht so viel erfahren. Das ist so bitter. Das ist so mies. So. Okay. Ja, lass mich doch mal. Schwimmst auf meine Nase. Läuft schon wieder. So. Haha. Kommst du nicht weg? Oh, kommst du doch weg? Ich dachte gerade so, huch. Muss er da bleiben? Muss er aber gar nicht. So, jetzt können wir hier nochmal speichern. Und bis wir bei Vorador angekommen sind, wird es eine ganze Weile dauern. Denn vorher kommen noch einige Dungeons. Juhu. Der lästigere Teil dieses Bereichs dann. Aber es sind coole Sachen, die wir jetzt noch finden werden. Sehr coole Sachen. Das muss ich gerade selber mal... Ah, okay. Map endet hier. Meine Nase läuft schon wieder. So. Okay. Numero uno. Ah, ich weiß auch, was wir hier passieren wird. Es ist so mies. Wer hat sich denn Bockmist hier ausgedacht? Ach, wir dürfen ja keinen Zauber wirken. Denn die Pflanzen, die da jetzt sind, sind sehr, sehr mies. Okay. Er sagt ja noch nichts zu. Jetzt lass mich hier gucken. Ah, okay. Wäre das hier leer gewesen, hätte ich gesagt, gut, okay, wir sind umsonst hierher gekommen. Aber sind wir nicht. Denn wir haben ja ein... Ja, Teleporter ist es nicht. Buchstaben für Fledermäuse. Kann man das so sagen? Ich denke. So, und hier ist es wirklich vonnöten, hier einen Zauber zu verwenden. Stenhain. Kurhagen. Und hier brauchen wir wieder eine Extra. Ich hasse die Extra. Nein, das ist falsch. Ich will die Extra. Danke. Die Extra. Ja, ich weiß, die Extra. Die Extra des Grauens.
Auch noch einer. So, hinein mit uns. Ah ja, das ist interessant, was jetzt kommt. Eisenschwert. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass das das Eisenschwert ist. So, jetzt speichern wir nochmal kurz. Speichern wird es tatsächlich überlebenswichtig. So. Als Nebel ist man gegen physische Waffen, Schwert und Klaue immun. Verschlossene Türen und Spalten können problemlos überwunden werden. Als Nebel kann man sich wie ein vor Licht fliehender Schatten fortbewegen. Ja. Und wir haben jetzt alle Verwandlungsformen durch. Ruhe, Ruhe. Die Form hier hat allerdings nicht nur Vorteile, sie hat auch Nachteile. Oh Gott. Das werdet ihr an diesen komischen Dingen, die ihr hier seht, erkennen. Jetzt müssen wir uns nämlich kurz zurückverwandeln. Die saugen uns nämlich ein. Oh. Hier sollten wir noch schnell durchkommen. Aua, aua, aua. So, ich werde jetzt hier mal ganz kurz stehen bleiben und warten, bis unsere Energieleiste wieder voll ist. So. Dann machen wir mal weiter, ja? Ich habe es jetzt nicht voll hochladen lassen, aber zumindest so. Das ist, was ich könnte. Leute, ihr bringt mich alle noch ins Grab. So, tada. Das hier verpasst fast jeder. Wenn jetzt die Frage kommt, wie ich das gemacht habe. Ja, aber einfach nur. Ich muss hier wieder warten. Wir warten jetzt hier wieder ein bisschen. Ja, weil da halt die Wand so ein bisschen bröckelig ist. Ich hab's anfangs auch nie kapiert. Ich habe mich halt immer gefragt, wie man da rankommt. Dann dachte ich mir so, gut, okay. Muss ja einen Weg geben. Gibt es auch. Aber. Ja, ist halt eigentlich nicht so offensichtlich. Ich hoffe, wir können jetzt. Ja, können wir. Dafür will ich allerdings jetzt erstmal. Weil von dem hier haben wir mehr. So. Wir gerade mal kurz gucken. Wir holen uns das gleich, keine Angst. Aber. Komm eh nicht. Oder vorher eh nicht weiter. So. Damit es mir Zeit hat zu laden. Wenn das wieder Schwachsinn ist, was ich hier mache. Aber ich finde, das hat Sinn und Verstand. Ist ja nur minimal, wie es dann steigt. Wie ihr das ja gerade mitkriegt, viel ist es nicht. Aber Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. So, ist es jetzt eh egal. Ich weiß gar nicht. Jo. Lass wieder weg.
bisher nie kapiert, warum uns das da oder reinziehen will. Aber, naja. Dachchen. Arrivederci. So. Und einmal noch. Ja, rein. Und zurück sind wir. So, und ich werde jetzt hier den Part allerdings auch beenden. Er ist jetzt zwar kürzer als die anderen, ist mir aber gerade Wumpe. Denn bis Ignis Vaterhus, beziehungsweise Vorador, dauert es noch ewig. Und das machen wir heute aber nicht mehr. Und von daher werde ich mich jetzt hier verabschieden. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal. Ciao!